Wir brauchen unseren Kleister aus der letzten Folge. Wir brauchen graues Toilettenpapier, nicht welches das fusselt. Man kann auch Handtuchpapier nehmen, was es in diesen Handtuchspendern gibt. Wir brauchen unseren Alu-Ring, den wir benutzt haben. Dann wieder den Blumentopf, den wir mit Quarzsand gefüllt haben als Ständer. Unseren Besenstiel, 45 cm. Und natürlich unsere getrocknete Figur. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Marottenbau, Stabfigurenbau. Heute kaschieren wir. Und dazu benötigen wir jetzt unsere Figur, den Kleister und graues Toilettenpapier. Wir nehmen das graue Toilettenpapier, weil weißes fusselt. Und das funktioniert nicht. Wenn ihr kein graues Toilettenpapier bekommen könnt, könnt ihr auch gerne diese Tücher nehmen, die in den Handtuchhaltern sind. Das ist das einfache Papier, auch nicht das weiche. Wir nehmen unsere Figur jetzt in die Hand, nehmen ein Stück von dem grauen Toilettenpapier, kleistern vorsichtig die Figur ein. Und auch hier beginne ich wieder mit dem Hinterkopf. Und dann wird das Toilettenpapier aufgesetzt. Wir können es folgendermaßen auch Kaschierpapier nennen. Und da unsere Figur schön trocken ist, seht ihr, wie leicht sich das Papier jetzt auf die Zeitung aufsetzt. Auch da müsst ihr darauf achten, dass keine Beulen entstehen. Immer schön glatt streichen. Das heißt, ihr müsst eure Finger vorher auch sehr mit dem Kleister entsprechend einkleistern, damit ihr schon glitschige Finger habt. Ihr könnt euch ein bisschen Toilettenpapier vorbereiten oder aber, so wie ich das mache, einfach von der Rolle abreißen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir sind schon ziemlich weit und der Hinterkopf ist schon fast fertig. Ihr seht hier, wie schön sich das anlegt. Und auch jetzt kommt erst die Form unserer Figur so richtig zum Vorschein, weil alle Farbe des Zeitungspapiers, alle Druckerschwärze, alle Buchstaben und Zeichen abgedeckt werden. Und je weiter wir uns voranarbeiten, desto klarer wird die Form jetzt nochmal erscheinen. Gestern habe ich davon gesprochen, dass wir Berg und Tal bauen. Das heißt, wir müssen immer schauen beim Modellieren, dass es Höhen und Tiefen gibt, damit der Schatten, den wir später haben, das Gesicht in einen tollen Gegensatz bringt. Das heißt, alleine schon Licht und Schatten bringen unsere Figur zum Strahlen, bringen unsere Figur in den richtigen Blickpunkt. Ihr seht, jetzt habe ich gerade die Nase hier gearbeitet. Sieht man sehr schön. Und es wird ganz glatt, es wird ganz ordentlich. Toilettenpapier wieder abreißen und weiter geht's. Ich arbeite noch ein bisschen am Hinterkopf. Da kann man so ein oder zwei Schichten, es kommt drauf an, wie glatt ihr das haben möchtet, beziehungsweise ob ihr noch Unebenheiten vom Modellieren ausgleichen möchtet. Das kann man ganz glatt machen, ganz sauber machen. Mit dem Toilettenpapier kann man dann auch noch gleich Feinheiten in die Figur hineinbringen. Es wird alles ganz glatt und wichtig ist, dass es schön immer anstreicht. Auch den Halsansatz, auch ganz wichtig, dass er ganz ordentlich gearbeitet wird. Das Gesicht selber spare ich mir noch etwas auf, weil da vielleicht noch Falten und Pickel, wir sprachen davon, dass die Hexe eventuell einen Pickel bekommt. Das können wir ganz zum Schluss machen. Und das machen wir natürlich auch mit dem Kaschierpapier, weil sich das so wunderbar bearbeiten lässt. Halsansatz noch fertig machen hier unten.
So. Ein bisschen Kleister. Und das lässt sich sehr, sehr gut bearbeiten. Ich habe diesmal keine Handcreme genommen vorher, sondern werde das erst wieder nachher machen. Und daran solltet ihr auch denken, dass ihr ab und an eure Hände nach dem Kleistern dann mit der Creme eincremt. Dann bekommt ihr auch keine Runzeln auf der Haut. Noch ein wenig Toilettenpapier. Setzen das noch einmal schön glatt ran. Die Figur hat gestern ungefähr 6 Stunden im Ofen verbracht. Die modellierte Figur wurde richtig schön trocken zwischen 100 und 120 Grad Umluft und ist ganz leicht geworden. Also die ganze Flüssigkeit ist verdampft und es ist richtig schön trocken. Wenn die Figur gleich fertig ist, setzen wir sie wieder für eine kurze Zeit in den Ofen. Ihr seht, dass alle Teile der Zeitung jetzt gut abgedeckt sind, bis auf das Gesicht. Da gehe ich jetzt gleich nochmal rein. Und man kann so richtig schön den einzelnen Formen folgen. Jetzt hier das Ohr, die Wange. Also Hinterkopf ist schon fertig. Es scheint noch ein wenig Zeitung durch. Sobald das Toilettenpapier getrocknet ist, ist das allerdings auch nicht mehr zu sehen. Noch einmal, diesen Vorgang nennt man Kaschieren. So, und jetzt gehe ich ins Gesicht. Vor allen Dingen die Kinnpartie ist mir wichtig. Dann hatten wir einen Hexenzahn. Ihr seht den hier sehr schön. Der wird jetzt auch noch ein klein wenig hervorgehoben. Und immer alles glatt ziehen. Das ist ganz wichtig. Die Augenpartie auch noch mal. Die Nase. Jetzt bilde ich aus einem kleinen Stück Toilettenpapier eine kleine Warze oder eine dicke Warze, je nachdem. Und diese Warze bekommt unsere Hexe jetzt auf die Nase. Aber ich nehme die andere Seite, weil auf der einen Seite der Zahn ist, dann kommt die Warze jetzt eben hier hin. So. Das Auge noch ein wenig. Und jetzt kommt noch ein ganz klein wenig Toilettenpapier in Form der unteren Augensichel, des unteren Augenlides. Das kann man mit diesem Papier sehr schön arbeiten, weil sich das sehr gut anschmiegt. Dann arbeite ich auch noch einige Falten hinein. Wie bei unserer Zeichnung. Aber da bin ich jetzt sehr frei. Ich muss mich nicht hundertprozentig an die Zeichnung halten, sondern arbeite jetzt so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, wie meine Hexe aussehen soll. Und bei mir hat sie zum Beispiel jetzt unter den Augen noch so Augenringe, die ich später allerdings auch noch ein klein wenig mit der Farbe bemalen kann. So. Hier noch ein Augenlid. Und jetzt kommt noch einmal die andere Seite dran. Und dann sind wir schon fast fertig. Werde ihr noch 2 Falten in die Stirn machen.
unsere Hexe bekommt jetzt noch etwas Alter, also keine junge Hexe, sondern bekommt jetzt hier, wie ich gerade gesagt habe, ein paar Stirnfalten. Ich nehme noch eine. Und dann ist unsere Hexe so gut wie kaschiert. Man überprüft gleich nochmal den gesamten Kopf, ob wir auch überall das Toilettenpapier aufgegeben haben, aufkaschiert haben. Und wenn ihr jetzt mal sehen wollt, also ich glaube, das ist ein ganz schöner Hexenkopf geworden bis jetzt, auch nochmal von der Seite. Das sieht jetzt sehr glänzend und glitschig aus. Jetzt nehme ich den Stab, setze den Stab ins Röhrchen ein und stecke dann den Stab hier in meinen vorbereiteten Blumentopf. Dann nehme ich meinen Aluring, nehme die Hexe wieder vorsichtig raus und lege den Hexenkopf ganz vorsichtig auf den Aluring. Und die ganze Prozedur wie gestern, wir werden diesen Kopf jetzt nochmal für eine gute halbe Stunde in den Umluftofen bei 120 Grad bringen. Dann wird die Kaschur getrocknet und danach geht es erst weiter. Wir benötigen Zeitung als Unterlage, dann in einer großen Schüssel Quarzsand oder Vogelsand aus dem Zoogeschäft, Holzleim, den kann man auch in einer kleineren Packung kaufen, einen Rundpinsel, den gibt es schon mal in der Grabbelkiste beim Baumarkt, unsere Figur natürlich, die schön getrocknet ist inzwischen, den Blumentopf mit gefülltem Quarzsand als Ständer und natürlich unseren Besenstiel 45 cm. Hallo, nachdem jetzt unser Kopf getrocknet ist im Ofen, gut anderthalb Stunden, habe ich mal eben die Zeit genutzt und war beim Verschönerungsrat. In diesen Zeiten darf das auch mal sein. Ja, wir gehen jetzt in die nächste Phase und werden unseren Besenstiel mit dem Kopf verbinden. Wenn ich ihn hier reinstecke, ist er sehr locker. Das heißt, ich werde ein bisschen von dem Holzleim nehmen, ihn um den Besenstiel stecken, ein wenig Zeitung nehmen und dann das Ganze zusammensetzen. Ihr müsst nicht einen solchen großen Behälter Holzleim kaufen. Es gibt auch den kleinen Behälter. Da braucht man nicht so viel ausgeben. Wir werden also dieses Zeitungspapier jetzt mit dem Pinsel ein wenig um den Holzleim, um den Besenstiel hier, den Holzleim um diesen Besenstiel pappen und dann Zeitung einrollen. Ganz wichtig ist dabei, daran zu denken, dass man wieder die Schürze anhat, denn Holzleim geht nur ganz schwer aus Kleidung heraus. Darum bitte vorsichtig sein, wenn ihr damit arbeitet, Schürze anziehen und hier jetzt, wie ihr seht, fest einfach die Zeitung umwickeln. Ein Stückchen Zeitungspapier, was hier übergeblieben ist vom Modellieren. Und das muss man ein wenig ausprobieren. Ich werde wahrscheinlich noch eine Lage da reinziehen, damit wir einen guten Halt im Kopf der Figur haben. Habe vorhin schon gesagt, ihr nehmt am besten einen Rundpinsel, den man in jedem normalen Baumarkt bekommt, auch schon mal in der Grabbelkiste. Und das reicht, wenn ihr einen ganz einfachen nehmt. Man kann den Holzleim gut auswaschen, aber es passiert auch schon mal, dass man das vergisst und dann ist ein Pinsel ziemlich wertlos. So, ich habe jetzt hier meinen Holzleim
mit der Zeitung zusammengesetzt und schiebe jetzt ganz vorsichtig, gebe komplett etwas Holz dann drüber, nehme dann jetzt meinen Marottenkopf und schiebe jetzt ganz vorsichtig diese ganze Geschichte hier rein. Das ist jetzt etwas lang geworden, sehe ich gerade. Das müssen wir abschneiden. Und jetzt wird mit. Es darf ruhig unten, ihr seht das, sich so richtig etwas schieben. Seht ihr diese Abteilung hier? Das ist aber kein Problem. Das wird jetzt einfach mit ein wenig Zeitung zugepappt und ich hole es den Rest dann einfach weg. So, jetzt haben wir den Besenstiel fest mit dem Kopf verbunden. Wenn der Holzleim dann trocken ist, kann man den nicht mehr bewegen. Die nächste Abteilung, dafür stehe ich jetzt auf, nehme den Pinsel, tauche den in meinen Holzleim und bestreiche von hinten anfangend den Kopf von oben nach unten mit dem Holzleim. Man darf dabei nicht zu viel Holzleim an den Pinsel nehmen und immer schön darauf achten, dass es keine Nasen bildet. Ich zeige euch das jetzt. Holzleim, wir fangen von hinten an. Haltet bitte den Kopf auch über euer Gefäß oder auch über eure Zeitung, denn wie gesagt, Holzleim bekommt man nur sehr schwer aus Kleidungsstücken heraus. Pinsel ist auswaschbar mit kaltem Wasser oder lauwarmem Wasser, das funktioniert. Und ganz wichtig ist, dass man alle Stellen erwischt. Da bitte auch dran denken, dass Berg und Tal wieder da ist, dass man gut überall mit dem Pinsel hinkommt. Dann auch nochmal von oben schauen. Mir ist es zu Beginn immer passiert, dass ich oben den Schädel vergessen habe. Darum muss man auch mal von oben schauen. Und was wichtig ist, jetzt den Halsansatz natürlich auch. Unten das Kinn, die Ohren, den Halsansatz sehr ordentlich mit dem Holzleim einstreichen. Immer wieder schauen, wenn sich Nasen bilden sollten, dass man die ein klein wenig wegnimmt mit dem Pinsel. Darum den Pinsel nicht zu nass machen. Der Holzleim, den habe ich nicht angerührt mit Wasser, sondern einfach so aus der Packung, aus dem Topf herausgenommen. Und ich ziehe jetzt sogar meinen Holzleim bis hier ein Stück in den Stab hinein. Ihr seht das. So, jetzt nochmal schauen. Augenpartien. Nochmal schauen, ob sich irgendwo Nasen gebildet haben. Manchmal drehe ich das auch so etwas über Kopf, die Figur. Nicht nur in einer Position halten, dann läuft ganz schnell eine sogenannte Leimnase. Wenn das gut ist, legt ihr den Pinsel beiseite und jetzt kommt Folgendes. Ihr nehmt die Figur, legt sie über den Sand, aber nicht in den Sand tauchen, sondern einfach mit der anderen Hand den Sand aufgeben. Man kann auch etwas Sand anwerfen, wie ich das hier mache. Bitte die Figur nicht mit euren Fingern berühren, nur am Stab halten und immer mal wieder über Kopf drehen. Schauen, dass sich keine Nasen bilden. Das geht ziemlich schnell. Wir haben einen etwas grobkörnigeren Quarzsand. Der im Zoogeschäft ist etwas feinkörniger, aber das ist eigentlich kein Problem. Wenn ihr der Meinung seid, ihr habt überall Sand drauf, kann sehr schön raufrieseln lassen. Ihr seht das hier mit der Hand, wie das funktioniert. Einfach draufrieseln und ab und zu anwerfen und dabei die Figur immer wieder ein wenig drehen. Und alles bleibt dran haften, was dran haften bleiben soll. So bekommen wir jetzt eine sehr, sehr schöne raue Oberseite, eine raue Oberfläche, die dann später
weiter grundiert wird. Das ist dann der nächste Schritt. Wenn wir jetzt diesen Sand aufgegeben haben, dann könnt ihr euch einfach wieder hinsetzen, die Figur ein wenig abklopfen und dann ganz langsam der Reihe nach die Figur drehen. Beziehungsweise nicht der Reihe nach, sondern euch Zeit lassen, diese Figur über Kopf zu drehen. Das mache ich normalerweise gut 5 Minuten und dann kann der Kopf anschließend in den vorgesehenen Blumentopf gestellt werden. Also denkt bitte dran, 5 Minuten vorsichtig drehen. Das braucht ein bisschen Zeit. Damit kann man sich ja schon mal mit Mama unterhalten, welches Kostüm die Figur bekommen soll, oder ihr macht euch Gedanken dazu. Und wenn ich dann fertig bin, stelle ich die Figur einfach hier in meinen vorbereiteten Blumentopf. Schauen, dass er gut feststeckt. Und dort muss er jetzt über Nacht trocknen. Das heißt, der Holzleim wird trocken und erst dann gehen wir in den nächsten Schritt. Das war es eigentlich schon in dieser kleinen Episode. Wir sehen uns bald wieder. Wir brauchen wieder unsere Zeitung als Unterlage, dann natürlich unsere Figur, die gesandet ist und schön getrocknet ist, unseren mit Quarzsand gefüllten Blumentopf als Ständer, weiße Wandfarbe, die kann man in kleiner Portion kaufen, einen etwas größeren Flachpinsel, einen kleinen Flachpinsel und ich habe die weiße Wandfarbe hier schon etwas umgefüllt in ein kleines Gefäß. Wir werden jetzt unsere inzwischen gesandete Figur weißen, das heißt grundieren. Ich habe hier Grundierfarbe, das heißt ganz normale Wandfarbe, die man auch in kleinen Behältern in einem Baumarkt sich besorgen kann. Oder man nimmt Acrylweiß in einer kleinen Flasche. Das habe ich hier abgefüllt. Ich stelle die Farbe mal beiseite. Habe ich inzwischen hier abgefüllt in einen kleinen Behälter. Wir haben die beiden Pinsel, ich nehme Flachpinsel, ihr seht das hier sehr schön, und einen kleinen Flachpinsel nachher für die kleinen Stellen. Wir werden jetzt diese weiße Wandfarbe ein klein wenig mit dem Pinsel noch aufrühren und dann auch wieder von hinten die Figur grundieren, bemalen. Wichtig ist, dass ihr bitte schön wieder die Schürze anzieht, denn diese weiße Wandfarbe ist sehr schwer zu entfernen, vor allen Dingen auch aus Kleidung auszuwaschen. Den Pinsel kann man mit warmem Wasser auswaschen, wenn die Farbe noch feucht ist. Ihr seht, das geht eigentlich ziemlich schnell, da diese Figur getrocknet ist. Wir haben über Nacht die Figur einfach trocknen lassen. Mit dem Holzleim und dem Sand lässt sich das jetzt hier sehr, sehr schön aufstreichen. Es geht ziemlich schnell. Ihr müsst nur schauen, dass wirklich alle Stellen auch bedeckt sind. Wir grundieren deswegen, weil wenn wir jetzt nachher die ganze Sache farbig fassen, die ganz normalen Farben des Farbkastens sehr schön leuchten durch diese Grundierung. Bitte haltet immer die Figur über die Zeitung, damit wirklich nichts verschmutzt wird. Auch jetzt sehen wir wieder, dass sich noch einmal die Struktur etwas verändert und wir sehen jetzt ganz langsam die Proportionen noch mal deutlicher. Auch hier ist es wichtig, genau wie gestern oder wie vorhin beim Sanden, dass wir keine Nasen ziehen.
Ich schaue mir die Figur immer von allen Seiten noch einmal an, auch von oben und unten, dass ich auch wirklich überall die weiße Grundierfarbe, die Wandfarbe auftrage. Und man muss aufpassen, dort wo Vertiefungen sind, dass sich da keine Nasen bilden, sondern alles schön verstrichen wird. Bis jetzt habe ich den kleinen Pinsel gar nicht gebraucht. Vielleicht noch mal ganz zum Schluss nachher, um einiges abzutupfen. Auch den Halsansatz werden wir grundieren, natürlich. All da, wo wir gesandet haben, kommt dann auch weiße Grundierfarbe hin. Und schaut euch die Figur auch noch mal von unten an. Dreht sie einfach mal auf den Kopf vorsichtig. So, wir sind schon fast fertig. Ihr seht, das geht ziemlich schnell. Jetzt schaue ich nochmal nach, dass wir keine Nasen hier uns aufgemalt haben, aufgetragen haben. Das nehme ich ein bisschen weg. Und jetzt nehme ich auch den kleinen Pinsel, ich lege den großen mal zur Seite und schaue in diesen kleinen Abteilungen nach, dass sich da auch nicht zu viel Farbe sammelt. Aber es sieht ganz gut aus. Alle Stellen bestreichen. Nochmal von oben nach unten schauen. Nicht zu oft über die gleiche Stelle fahren mit der Farbe, sonst könnte man auch Sand lösen. Und das wäre natürlich nicht im Sinne der ganzen Grundierung. Wenn die Figur jetzt fertig gesandet ist, stellen wir sie einfach wieder in unseren, nicht gesandet, fertig geweißt ist, gegrundiert ist, Entschuldigung, wenn die Figur fertig grundiert ist, stellen wir sie einfach in unseren Blumentopf zum Trocknen. Das dauert ungefähr eine Stunde. Das war's Grundieren.